So, es ist noch gar nicht so lange her, dass wir das letzte Mal Battlebond aufgemacht haben. Aber die beiden Booster waren cool, richtig, richtig cool. Aber ich habe Battlebond als so ein High-Value-Set in Erinnerung. Und deswegen, auf jeden Fall ist es Pain in the Ass aufzumachen. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich mach das Ding nochmal auf. Mal gucken. Genau, dachte ich mir doch. Ha, Spoiler. Kommen wir von hinten. Lightning Talons. 3 Mana. Eine Kreatur kriegt +3/+0. Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Verzauberung. Nicht bis zum Ende des Zuges. Generell. 4 Mana. 2/2. Ist ein Gargoyle mit fliegend. Huddle up. 3 Mana Assist. Jeder andere Spieler kann bis zu 2 Mana bezahlen, um den Spell zu assisten. Und ein Spieler eurer Wahl zieht. Zwei Spieler eurer Wahl ziehen jeweils eine Karte. Crawl Warrior, 2 Mana, 2/2. Für 6 Mana kriegt er +3/+3 bis zum Ende des Zuges. Bull Rush Bruiser, auch die Artworks. 4 Mana, 4/3. Wenn der angreift und in eurem Team jemand einen Warrior, Bull Rush Bruiser, einen anderen kontrolliert, kriegt er Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Eager Construct. 2 Mana 2/2, wenn ein Spielfeld kommt, kann jeder Spieler Scry 1 durchführen, wenn er möchte. Wow, so süß. Raptor Companion. 2 Mana 3/1. Ein schöner Dinosaurier. Und Rocks Brood. 4 Mana 4/4. Wow, wie viele Vanillas hier drin waren. Hand of Zilumga. 2 Mana 2/1 Death Touch. Expedient Raptor. 4 Mana 5 Mana, 2/2, fliegend. Und wenn er ins Spiel kommt, kommt Support 2. Große Effekte am Box haben die Karten hier nicht. So, was haben wir denn hier? Für ein Gang-Up. Für ein schwarzes und X mit Assist. Und man zerstört eine Kreatur mit Stärke X oder weniger. Das ist ziemlich gut. Dann haben wir, oh wow, der war mal rare. Hunted Wumpus, 4 Mana, 6/6. Wenn er ins Spielfeld kommt, kann jeder andere Spieler eine Kreaturenkarte aus seiner Hand ins Spiel bringen. Der war mal in der 8. Edition, war es glaube ich die Rare. Bring Down. 4 Mana mit Assist, zerstöre eine Kreatur mit Stärke 4 oder höher. Aber wie viele Kreaturenzerstörer jetzt hier drin waren? 1, 2, 3, ich glaube 4 Stück. Und unsere Rare ist Archon of Valor's Reach. 6 Mana, 5/6, fliegend Trampel. Und wenn er ins Spielfeld kommt, sagt man Artefakt, Verzauberung, Instant Sorcery oder Planeswalker. Und Spieler können diese Art von Zauber nicht mehr spielen. Der wird im Legacy gespielt, in mehreren Decks. Der Wahnsinn. Coole Karte. Habe ich noch nie besessen. Finde ich gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Seed. Ciao, ciao.